Hallo, bei Was tut mir gut? Mein Name ist Petra, ich bin Physiotherapeutin und im heutigen Video zeige ich euch, wie ich meinen Patientinnen die Dammmassage anleite. Zuallererst einmal, warum führt man überhaupt eine Dammmassage durch, beziehungsweise was brauchst du dafür? Eine Dammmassage wird so ab der 32. bis 34. Schwangerschaftswoche angeraten, um einfach den Damm auf die Geburt vorzubereiten, ihn gut zu durchbluten, zu mobilisieren, damit die Dehnung des Damms erleichtert wird und somit Dammverletzungen, Dammrisse vorgebeugt wird. Du benötigst für die Dammmassage irgendeine Art von Gleitgel. In der Praxis verwende ich ganz gerne ein einfaches Ultraschallgel, weil man da weiß auch vom Frauenarzt, dass das die meisten Frauen vertragen und dass es da keine allergischen Reaktionen gibt. Du kannst dir auch ein spezielles Dammmassageöl besorgen oder auch ein reines Jojoba- oder Kokosöl, funktioniert ganz gut. Du kannst jede Art von Gleitgel verwenden oder einfach auch eine Intimpflegecreme, eine Salbe, wo du weißt, die du gut verträgst, wo du keine allergische Reaktion drauf bekommst und die für dich von der Struktur her, wenn du massierst, auch angenehm ist. Es sollte nicht zu wässrig sein, sondern eher eine ölige Konsistenz, sodass du ein angenehmes Hautgefühl dabei hast. Achte dabei, dass deine Fingernägel schön kurz sind, dass du dich nicht verletzen kannst, nicht aufkratzen kannst. Und ich rate gern trotzdem, Gummihandschuhe eventuell zu tragen, auch wenn man es an sich selbst durchführt, weil man einfach Kanten oder mal so ein bisschen raue, scharfe Stellen an den Fingernägeln etwas entschärft und somit die Verletzungsgefahr an der Schleimhaut, die in der Schwangerschaft ja sowieso sehr empfindlich ist, einfach reduziert. Wenn die Patientin einwilligt, dann führe ich die Dammmassage auch bei der Patientin in der Praxis direkt durch, damit sie einfach einmal spürt, in welcher Intensität die Massage stattfinden soll. Viele Frauen oder meine Erfahrung ist in der Praxis, dass viele Frauen eher zu sanft massieren würden und wir wollen aber da schon wirklich auch die Muskulatur des Gewebes vorbereiten, etwas dehnen, einen gewissen Reiz setzen. Natürlich soll die Massage auf keinen Fall schmerzhaft sein, es ist aber nicht unbedingt jetzt eine Entspannungsmassage. Ziel ist es einerseits natürlich, den Beckenboden gut zu durchbluten, den Dammregion gut zu durchbluten, weicher zu machen, etwas vorzubereiten, einen mechanischen Reiz zu setzen, um auf diese Dehnung vorzubereiten. Und auf der anderen Seite finde ich es aber auch sehr wertvoll, um den Frauen eine Wahrnehmung, ein Gefühl für den Beckenboden mitzugeben. Viele Frauen setzen sich gar nicht mit dem Beckenboden vorher auseinander oder haben auch Probleme, selbst hinzugreifen. Und wenn sie sich überwinden, eine Dammmassage zu machen, dann setzen sie sich einfach mit der Region schon auseinander und auch natürlich für die Zeit nach der Geburt, falls es doch zu Dammrissen kommt, dass die Frauen sich dann auch trauen, Narben selbst zu massieren, diesen Bereich einfach auch selbst zu behandeln. Das Schwierigste an der Dammmassage ist es oft, eine gute Ausgangsposition zu finden. Das musst du wirklich für dich selbst ausprobieren. Du kannst es entweder im Liegen machen, wenn du dann noch gut zu deiner Dammregion hinkommst. Je größer der Bauch wird, umso schwieriger ist es natürlich. Du kannst im Stehen ein Bein auf einen Sessel draufstellen. Du kannst das in der Hocke machen. Du kannst das natürlich auch einfach am WC sitzend machen. Oder natürlich ist es auch eine Möglichkeit, dass dein Partner die Dammmassage macht. Wenn du das möchtest und das auch für ihn in Ordnung ist, dann könnt ihr das natürlich auch so machen. Ich habe hier wieder mein Beckenmodell aus der Praxis mitgenommen, um einfach euch den Beckenboden zu zeigen. Ich zeige euch mal, wo wir diese Massage durchführen werden am Damm. Und mitüben könnt ihr das am besten einfach hier in der Schwimmhaut zwischen Daumen und Zeigefinger. Also ihr könnt ihr wirklich quasi Trockenübungen für die Dammmassage machen. Der Damm ist im Prinzip der Bereich zwischen Scheide und After, so allgemein gesagt. Also wir wollen im Prinzip diesen hinteren, unteren Bereich gut durchmassieren und lockern und lösen und durchbluten. Ich beginne ganz gern mit einer eher entspannenden Übung, einfach einmal, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen. Und ich nenne diese Übung immer Dammatmung, weil wir die Atmung mit Bewegung kombinieren. Dafür legst du einfach einen Finger außen an den Damm zwischen Scheide und After drauf
und gehst so mit einem ganz einen leichten Druck dran, sodass du gut Kontakt hast und atmest dann gut tief in deinen Bauch ein und aus. Und versuchst einmal zu spüren, ob du hier in diesem Bereich eine Bewegung wahrnehmen kannst. Der Beckenboden bewegt mit dem Zwerchfell mit und diese Bewegung, dieses Tiefergehen und wieder etwas Hochziehen kann man am Damm gut spüren, wenn der Beckenboden nicht zu verspannt ist. Und wenn du eine gute Wahrnehmung auch mit deinen Händen hast. Wenn du jetzt die Bewegung spürst, dann machst du die Bewegung mit der Atmung einfach mit. Wenn du keine Bewegung spürst, machst du die Bewegung auch mit der Atmung mit. Dann musst du nur aufpassen, dass du die richtige Richtung wählst. Und zwar bei der Ausatmung gibst du ein bisschen Druck an den Damm dran. Und bei der Einatmung lässt du den Druck wieder nach. Bei der Ausatmung Damm nach oben heben und bei der Einatmung den Damm wieder loslassen. Dieser Druck soll jetzt kein Bohren sein, ja, oder kein Herumschieben, sondern wirklich nur ein Kontakt halten und das Gefühl, wie wenn du deinen Beckenboden mit anheben möchtest und wieder loslassen möchtest, sodass eigentlich der ganze Beckenboden mitbewegt und du diese Dammregion etwas verstärkt mitbewegst. Du kannst das eine Minute lang machen oder auch länger, da gebe ich dir jetzt keine genaue Vorgabe. Die Dammmassage im Gesamten solltest du ein- bis zweimal täglich durchführen für so 5 bis 10 Minuten. Für diese erste Übung brauchst du noch nicht unbedingt ein Öl, aber jetzt für die weiteren Massagetechniken würde ich jetzt einfach den Dammbereich und den vorderen Scheidenbereich ganz gut einölen oder mit Gleitgel eincremen, um hier einfach ein angenehmes Hautgefühl zu haben. Für die zweite Übung gehst du jetzt im Prinzip dann, wenn du es an dir selber durchführst, am besten mit den Daumen in diesen hinteren Dammbereich, Scheidenbereich etwas hinein, so 1-2 Zentimeter. Und man spürt dann schon die Dicke des Muskels. Man spürt eine festere Struktur und dahinter wird es dann wieder weicher und wieder lockerer. Ich zeige dir das jetzt einmal. Im Prinzip gehst du in diesem unteren Scheidenbereich hinein und hinter dieser Muskulatur spürst du, dass es wieder weicher wird. Und am Beginn bleiben wir jetzt an dieser Muskelschicht noch dran und später wandern wir auch so ein bisschen dahinter. Wir beginnen einmal den Damm auszustreichen. Du gehst etwas an diese Muskulatur dran und streichst so U-förmig entlang des Damms. Wenn du das jetzt mit der Schwimmhaut mitmachst, Zeigefinger und Daumen zusammen, du gehst hier an diese Muskelschicht dran und streichst im Prinzip so aus. Ja, beziehungsweise mit dem Daumen. Und da kannst du schon spüren, ist das alles gleich gut beweglich, ist vielleicht auch eine Seite fester als die andere. Und da kann man halt dann vermehrt ausstreichen. Du kannst auch außen mit dem Zeigefinger und innen mit dem Daumen greifen. Und dann im Prinzip dieses Ausstreichen so machen, mit Daumen und Zeigefinger. Als nächstes werden wir dann den Damm ein bisschen dehnen. Das heißt, du gehst wieder auf diese Muskelschicht drauf und dehnst gerade nach unten oder auch so diagonal in alle Richtungen. Nur nicht nach oben Richtung Harnröhre, da wollen wir keinen Druck drauf bringen, das ist oft sehr unangenehm, aber zur Seite und nach hinten. Kannst du dir so ein Ziffernblatt von einer Uhr vorstellen und wenn du sagst unten den Sechser, das heißt, zwischen 3 und 9 kannst du alle Richtungen aufdehnen. Bei der Dehnung bleibst du ein bisschen dran mit dem Druck und schaust einfach, dass sich das Gewebe etwas entspannt. Wenn ich es dir jetzt hier wieder an der Schwimmhaut zeige, ist es so, dass du im Prinzip hier auf die Muskelschicht drauf gehst und einen Druck einmal nach hinten machst Richtung After oder auch den Druck so leicht schräg, leicht diagonal. Und das kannst du wirklich schön langsam machen, den Druck langsam steigern, ein bisschen aufbauen
dass du ein gutes Gefühl hast, dass wirklich eine Dehnung hinkommt, dass du das wirklich aufmobilisierst. Bei der letzten Technik wollen wir jetzt den Damm so ein bisschen nach außen dehnen. Das heißt, du gehst jetzt nicht auf die Muskelschicht drauf, sondern du gehst dahinter, da wo du eben dann spürst, dass es schon wieder weicher wird, dass so wie eine Grube kommt. Und da dahinter gehst du mit einem leichten Druck dran und bewegst diese Muskelschicht nach außen weg. Das kann wieder so ein bisschen schräg diagonal sein oder auch den hinteren Bereich. Wenn ich dir das jetzt nochmal hier so zeige, ist es im Prinzip, dass du hinter dieser Muskelschicht versuchst, hier nach vorne zu ziehen. Ja? Oder eben auch leicht diagonal und nach vorne. Hier siehst du auch Muskulatur, die tiefer sitzt. Da kommst du dann eigentlich fast nicht mehr dran, sondern du bleibst an dieser Schicht, aber ziehst die nach außen weg. Ja? Das ist jetzt relativ starr und bewegt nicht mit. Wenn du das jetzt wieder hier machst, würdest du im Prinzip einhaken und nach vorne ziehen und wieder dehnen oder ausstreichen. Da kann man beides machen, das kann man rekombinieren. Wenn du dann mit der Zeit ein bisschen ein Gefühl dafür bekommst, kannst du sowieso die Techniken auch ein bisschen kombinieren. Ja, also wirklich Zug nach vorne, um das gut zu mobilisieren, um einfach dieses Areal gut beweglich zu machen. Ich hoffe, die Anleitung zur Dammmassage hat dir etwas geholfen, damit du dich auch traust, sie durchzuführen. Das ist oft so ein bisschen die Hemmschwelle, die Patientinnen bei mir in der Praxis haben, dass sie sich gar nicht trauen, weil sie Angst haben, sich zu verletzen oder irgendwas falsch zu machen. Wenn du noch Fragen haben solltest, schreib es gerne in die Kommentare. Schreib auch gerne deine Erfahrungen in die Kommentare, damit alle anderen einfach auch vielleicht von deinen Erfahrungen lernen können. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist bei Was tut mir gut?